Ein UFC-Kampf im Bantamgewicht. Was die Takedowns angeht, ist er einer der Besten in der ganzen UFC. Er verbindet Explosivität und brillante Technik wie kaum ein anderer. Wenn man da als Gegner nicht höllisch aufpasst, ist man ganz schnell auf der Verliererstraße. Was der heute vorhat, ist ziemlich eindeutig. Er will seinen Kontrahenten auf den Boden bringen und ihn dort halten. Wenn der erstmal oben ist, dann kann er fast jeden Gegner gnadenlos kontrollieren. Und viele Gegner geben dann irgendwann den Nerv auf. Der kann alles. Wirklich herausragend ist zwar keine seiner Techniken, aber dafür ist es eben gerade diese Mischung, dieses Allround-Talent, das ihn als Gegner so unangenehm macht. Egal wie ein Kampf verläuft, der fühlt sich immer pudelwohl. Er wirkt hier ganz entspannt und das kann er auch sein, denn wenn man solche fantastischen Blockfähigkeiten hat wie er, dann weiß man natürlich, dass der Gegner enorme Probleme haben wird, irgendetwas ins Ziel zu bringen. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Bantam-Gewichtsfight. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Und beide mit ähnlicher Größe und Reichweite. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas. It's time! Five rounds in the UFC bantamweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 23 wins, 6 losses, and 1 draw. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Toms River, New Jersey, USA, Marlon Magic Mirage! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 27 wins, 8 losses. He stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 135 pounds. Rafael Asensio! You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. Ja, die machen gleich da weiter, wo sie gestern beim Wiegen aufgehört haben. Es kann losgehen! Los geht's. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Treffer mit der rechten. Oh, schöner Kick zum Körper. Was für ein Kniestoß. Klasse Punch. Super Block. Guter Kick. Da sehen wir den nächsten Clinch. Das sieht schon so anstrengend aus. Ja, das ist es auch, weil du ja ständig aufpassen musst. Voll mit dem Knie zum Körper. Wahnsinn, was für ein Headkick. Der kommt nicht an. Da befinden sie sich wieder im Clinch. Ja, und wer denkt, das machen die beiden zum Verschnaufen? Der liegt gewaltig daneben. Das ist richtig anstrengend. Schöner Double-Tap.
sind beide Evidenz Lynch. Schauen wir mal, wer hier den größten Nutzen hat. Der Punch sitzt. Nein, da muss er besser verteidigen. Schöner Uppercut zum Kopf. Und sie gehen wieder in den Clinch. Und wieder landet er ein paar gute Treffer. Ja, sein Boxen ist wirklich herausragend. Da daneben kein guter Schlag von Asuncao. Ja, starke Rechte. Jetzt hat er ihn im Teilklinch. Er arbeitet sich in den Teilklinch vor. Sehr schöner Leckick hier. Und das macht er sehr clever. Dadurch wird jede Aktion seines Gegners etwas schwerfälliger. Er wehrt den Takedown-Versuch ab. Oh, der nächste Punch, der einschlägt. Also sein Gegner muss da besser aufpassen. Schöner Muay Thai Clinch. Jetzt gilt es für seinen Gegner, seinen Kopf zu schützen. Aber auch am Körper sollte er besser nicht allzu viele Treffer zulassen. Das ist keine Überraschung hier. Da setzt er den. Er hat keine Chance mehr. Gleich ist es soweit. Submission jetzt knallhart durch. Er befreit seinen Kopf, das war stark gemacht. Er ist in der Full Mount, eine gute Position. Schauen wir uns noch mal einige Szenen aus dieser Runde an. Wunderbarer Kick zum Körper. Ja, das ist schon ein brachialer Leckkick. Ja, wir haben hier eine interessante erste Runde gesehen. Ja, die beiden haben sich erstmal beschnuppert, geschaut, wo die Lücke ist. Was ist für dich die große Stärke von Rafael Asuncao? Er hat natürlich großartige Fähigkeiten in Sachen Muay Thai und brasilianischem Jiu-Jitsu. Aber für mich ist er vor allem in der fantastischen Defense auch nicht zu unterschätzen. Damit kann er jeden Gegner vor Probleme stellen. Guter Kick, da ist der Treffer. Werfen wir einen Blick auf die Anzahl der erzielten Wirkungstreffer. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Rafael Asuncao ist bekannt für sein Brazilian Jiu-Jitsu, in dem er auch einen schwarzen Gürtel besitzt. Schon wieder ein Clinch. Mehr als 41 Treffer hat Rafael Asuncao gelandet, und zwar mit einer Trefferquote von 54%. Hier im Kampf gegen Marlon Moraes. Ja, schöner Kick. Er weicht aus. Beide hier wieder im Clinch. Ich komme beim Zuschauen schon vollkommen aus Atem. So ein Clinch. Und da liegt er auf dem Boden. Schöner Ticker. Ja, das sehen wir immer wieder und immer wieder von ihm. Er kämpft aus der Halfguard. Schön von unten gegen den Kopf gearbeitet. Er wechselt in die Fullguard. Oh, ein schöner Schlag zum Kopf. Starke Arbeit von unten. Klasse Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Gute Linke. Jetzt hat er die Kontrolle. Starker Übergang in die Full Mount. Er befreit sich aus der Full Mount, stark gemacht. Er ist wieder in der Full Mount.
Er bringt sich in eine aufrechte Position. Er trifft mit der rechten. Schöne Ground-and-Pound-Kombination von Asun Cao. Und wieder zurück in die Halfguard. Wahnsinn, was für ein Punch zum Kopf. Beide stehen wieder. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Ja, da bearbeitet er hier das Bein seines Gegners. Das ist kein unmittelbarer Wirkungstreffer, aber sein Gegner wird trotzdem ausgebremst. Schön hier den Kick angetäuscht. Und wieder ein Punch. Das macht er gut hier. Toller Leckig. Und 10 Sekunden noch. Ah, wunderbarer Kick zum Kopf. Wunderbarer Ellbogen. Klasse, den Takedown durchgebracht. Diese Runde hatte einige echte Highlights. Das waren jetzt zwei gute Runden. Sehen wir mal, wer sich hier durchsetzen wird. Ja, ich sag's dir, wer auch immer die Deckung seines Gegners besser lesen und die Schwachstellen darin finden kann. Und ein Kick zum Bein von Asun Cao. Schöne Aktion, aber der Punch, was für ein Treffer. Schwarzer Gürtel im BJJ, schwarzer Gürtel im Muay Thai. Mit Magic Moraes sollte man sich lieber nicht auf den Nahkampf einlassen. Ja, starker Kick. Schön den Kick angetäuscht. Ah, ein fantastischer Block. Ja, schöner, hoher Kniesturz. Da verpasst er ihm hier den nächsten Schlag. Ah, was für ein... Über 71 Treffer hat Rafael Asun Cao schon gelandet. Und zwar mit einer Trefferquote von 57%. Hier gegen Marlon Moraes. Da trifft er seinen Gegner mit dem Leckkick. Und da steckt einiges an Wucht dahinter. Nein, die haben auf jeden Fall etwas aus. Ja, die Hälfte der Kampfzeit ist um. Ja, schöner Treffer. Da war der Punch. Oh, was für ein Block. Ja, der Leckkick war zu ungenau. Er arbeitet gut zum Kopf. Und er schafft es. Sauber zu Ende Er ist der Sieger dieses Kampfes. Mit einer Submission macht er am Ende den Sack zu. Überzeugende Aktion, ein toller Sieg. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 43 seconds of round number 3. Declaring the winner by tap out. Du hattest es mir ja vor dem Kampf schon prophezeit. Ja, und du hattest recht. Er gewinnt diesen Kampf durch Submission.
Er ist halt ein echter Submission-Spezialist. Und jeder weiß das. Naja, sein Gegner wusste es wohl nicht.